Vor dem Himmelstor standen einst drei Winzer und begehrten Einlass. Petrus, der, was nicht alle wissen, seit der Hochzeit von Kanaan ein profunder Weinkenner war, freute sich über die ihm bietende Gelegenheit, den einen oder anderen guten Tropfen zu probieren und sagte zu den Winzern, ich werde eure Erdentaten nach euren Weinen beurteilen. Denn wer einen guten Wein zu keltern vermag, kann kein schlechter Mensch sein. Die Winzer wurden wieder auf die Erde geschickt, um die besten Weine aus ihren Kellern zu holen. Petrus ließ sich von jedem einschenken, ließ sich Jahrgang und Herkunft erklären, verkostete die Rebensäfte fachgerecht, ließ sich Zeit, verkostete sie noch einmal, wobei er beim letzten lange nachdachte und gab letztendlich seinen Entschluss wie folgt bekannt. Den ersten ließ er mit freundlichem Kopfnicken ins Paradies, den zweiten schickte er mit aufmunterndem Schulterklopfen geradezu wohlwollend ins leichte Fegefeuer, den dritten schickte er mit heftigen Kopfschütteln wieder auf die Erde zurück. Der liebe Gott, der das All gesehen hatte, ließ Petrus zu sich kommen und fragte ihn nach seinen Entscheidungskriterien. Petrus antwortete, der erste Wein war ein uralter, kräftiger, herber Rotwein, der im Glas wie Rubin funkelte und nach Herbstlaub und Waldbeeren schmeckte. Ein herrliches Getränk, für das sich sein Kellermeister wahrlich einen Platz im Paradies verdient hat. Gott fand die Begründung als ausreichend und billigte die Entscheidung. Was war mit dem zweiten? Wollte er wissen. Nun, sagte Petrus, dieser Wein war auch nicht von schlechten Eltern, war aber noch zu jung und daher noch nicht ganz ausgereift. Ich habe dem Winzer gesagt, er möge sich doch ein wenig gedulden, dann wird auch er seinen Weg ins Paradies finden. Gott war auch damit zufrieden und fragte nun neugierig, was aber ist mit dem dritten? Das ist eine eigenartige Geschichte, sagte Petrus und wurde ein wenig nachdenklich. Dieser Winzer ist Österreicher und hat einen frisch vergorenen, leichten Weißwein aus seiner Heimat mitgebracht, den sie dort den Heurigen nennen. Ich habe es erst fast als eine Beleidigung empfunden, mir einen solch jungen Wein vorzusetzen. Auch die anderen Winzer haben gelächelt und überlegen auf ihre verstaubten, alten, kostbaren Flaschen geblickt. Um nur keinen Formfehler zu begehen, habe ich schließlich davon gekostet. Und? Wie war dieser Jungwein? Fragte Gott schmunzelnd wissend. Das war ein ganz unerwartetes Erlebnis, antwortete Petrus. Zuerst schaute ich in ein hellgold gefülltes Glas, das wegen seiner Kühle im Sonnenlicht außen leicht anlief. Als ich es an die Lippen hob, stieg mir ein frischer Geruch in der Nase, der mir am besten mit der Farbe hellgrün beschreiben lässt und der in den Wangenseiten und im Mundinneren eine seltsame Erwartungshaltung hervorrief. Der erste Schluck vermittelte neben der angenehmen Kühle an den Lippen einen fruchtigen Geschmack auf der Zunge und gleichzeitig ein prickelndes Gefühl am Gaumen. Dann ließ ich den Wein langsam links und rechts zwischen den Rändern der Zunge und der Wangeninnenseite nach unten gleiten. Eine sich im ganzen Mund ausbreitende, leichte Säure zerrte nun an den Wangen und befriedigte die nun vorher beschriebene Erwartung der seitlichen Geschmacksorgane und löste in meinem Inneren ein wohltuendes Gefühl aus, das sich schließlich durch das kräftige Verschlucken an der Kehle wieder sammelnde Flüssigkeit noch bestärkt wurde und nach mehr verlangte. Ein Wein, der durch Leichtigkeit und Süffigkeit besticht und der im Gegensatz zu den schweren Weinen der anderen auch erlaubt, in Mengen zu trinken, die auch einen größeren Durst zu stillen vermag. Petrus hielt inne und schaute verklärt in die Richtung, in der der Winzer wieder auf die Erde geschickt hatte. Gott fragte ihn nach einer Weile, mein Lieber, wenn dir der junge Wein so viel Freude gemacht hat, warum hast du den Österreicher das Paradies versagt? Nun, sagte Petrus und lächelte, ich habe ihm gesagt, dass hier im Moment noch kein Platz für ihn wäre. Er möge nächstes Jahr wiederkommen und mir wieder eine Kostprobe dieses herrlichen Heurigen mitbringen. So, jetzt habe ich natürlich auch, jetzt bin ich ein bisschen draußen da, aber ich werde es schon wieder finden, auch ein paar Schüttelreime über den Wein. Wein geschüttelt. Zum Heurigen mit Wonne sich ersetzte, als die Sonne wich.
trank Gläser von dem Wein, dem Klaren, beklagt nur, dass zu klein sie waren. Und das war eine kleine Schüttelgeschichte, die heißt Rache ohne Reue. Wenn Emotionen eine Sache regen, vertrauen Frauen der Rache Segen. Als er nach vielen Humpen lallt, weil er einmal Lumpen halt, dreht sie ihm ab, nun lacht nicht, vor dem Tor das Nachtlicht. Sodann sie es genoss schlicht, dass er fand das Schloss nicht. Du schau, dass dein Gewissen kühle, während ich in Kissen wühle, sie mit Weiberschleue rief und dann ohne Reue schlief. Er ging mit ihr ins Himmelbett, wenn er an Natis losmacht.